Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Finanzminister, Hohes Haus. Na, endlich wird das Bürokratiemonster Kovac zu Grabe getragen. Und ich habe es im Ausschuss schon gesagt, die Wiedergeburt dieses Bürokratiemonsters findet aber statt, und zwar in der Sektion 1 des Finanzministeriums. Obwohl die Aufgabe der Rückforderung zu Unrecht erhaltener Corona-Hilfen operativ beim Finanzamt Österreich und beim Finanzamt für Großbetriebe liegt, schafft man im Finanzministerium in der Sektion 1 eine neue Organisationseinheit. Anstatt Bürokratie aufzubauen, passiert genau das Gegenteil. In der Sektion 1 werden zwei neue Abteilungen geschaffen, Herr Finanzminister. Aufgabe dieser neuen Abteilungen ist laut den Erläuterungen die Steuerung der Ressourcen und die Sicherstellung einer einheitlichen Fachaufsicht. Das ist vollkommen unnötig. Ich habe größtes Vertrauen in die bestehenden Strukturen, welche bei den Regressforderungen die Steuerung der Ressourcen und auch die Fachaufsicht übernehmen könnten. Dem ist aber nicht genug. Anstatt diese zwei Abteilungen einer bestehenden Gruppe im BMF zuzuordnen, schafft man noch eine eigene Gruppe, welche letzten Endes drei Abteilungen umfasst. Auf diese Weise kann der Finanzminister wieder einen neuen Gruppenleiter und zwei neue Abteilungsleiter bestellen. Und das ist Postenschacher und Bürokratieaufbau in Reinkultur, Herr Finanzminister. In den anderen Sektionen, wenn man sich das Organigramm ansieht, bestehen Gruppen mit 5 oder 6 Abteilungen, wie zum Beispiel in der Sektion 4, aber auch in der Sektion 6. Warum geht das nicht auch in der Sektion 1, Herr Finanzminister? Warum werden hier die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, der Sparsamkeit und der Zweckmäßigkeit nicht angewendet? Wir haben letztes Jahr ein sehr wichtiges Gesetz beschlossen, das Mindestbesteuerungsgesetz, eine inhaltlich sehr fordernde und auch eine sehr aufwendige und wichtige Materie. Aber hier wäre niemand auf die Idee gekommen, in der Steuersektion 4 eine neue Gruppe oder irgendwelche Abteilungen zu installieren. Die FPÖ steht für Bürokratieabbau und nicht für Bürokratieaufbau. Wir werden daher dem Kovac-Sammelgesetz nicht zustimmen. Vielen Dank.